Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe versprochen in der letzten Folge, dass wir uns in dieser Folge ein bisschen mit Enbesa beschäftigen. Und natürlich halte ich mein Versprechen. Das ist Crown Falls. Hier auf der 5 ist Enbesa. Und ja, wir sind in Taborime. Und hier gibt es natürlich auch einiges zu tun. Und hier gibt es vor allem auch das ganze Bewässerungssystem, das ja auch nicht ganz uninteressant ist. Und wir müssten hier vielleicht nochmal diesen einen Anteil wieder zurückerwerben. So, damit uns diese Insel wieder komplett gehört und die Madame Beryl hier nicht von unseren Bemühungen in dieser Welt nun etwas Zivilisation einkehren zu lassen, profitiert. So, was ist denn hier los? Warum stehen denn hier die Leute alle auf der Straße? Ach, hier ist ein Fest. Ein heiliges Fest, okay. Ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal cool. Also wirklich die Kulturen und so. Ja, da muss man grundsätzlich natürlich immer fragen, ist das wirklich Kultur, afrikanische Kultur? Ist so ein Entwickler ja auch schnell in der Falle, kulturelle Aneignung und sowas alles. Aber ich glaube, das ist schon in Ordnung. Wir werden jetzt hier ein wenig bauen. So. Wir haben hier auch eine Aufgabe. Also wir sollen in der Region nämlich noch Folgendes erreichen. Eine Ziegenmilchversorgung für mindestens eine Minute bei 80%. Das machen wir mal als erstes. Also Material, das sind diese Wanzer-Holzfällerhütten. Davon haben wir eine und das Lager ist auch voll. Leider versäumt hier noch ein Lager zu errichten. Ist die Frage, ob wir das überhaupt schon können. Nee, das können wir noch gar nicht. Ja, gut. Dann machen wir jetzt erstmal weiter. Marktplatz haben wir. Da ist die Ziegenmilch. Dafür brauchen wir erstmal Hirten. Das heißt, wir brauchen mehr Häuser. So, Hirtenhäuser. Ich werde hier im 3x6 bauen, so wie ich das in der letzten Folge angefangen habe, auf Goldenbräu umzusetzen. Ich sag mal so, für diese Satellitenstädte ist 3x6 völlig in Ordnung. Grundsätzlich ist ein 3x6 auch wirklich gar nichts falsch. Im Gegenteil, es funktioniert halt immer gut. So, das ist jetzt mal gefühlt. Mal gucken, ob ich... Ja, gut. Augenmaß funktioniert einigermaßen. Kann man mitarbeiten. So, wir machen gleich noch ein bisschen mehr. Wir werden sowieso mehr brauchen. So, okay. Und dann noch eins. Und dann ist erstmal gut. Okay, so. Jetzt die Verbrauchsgüter. Jetzt sind hier die ganzen Sachen zugekommen, unter anderem auch die Feuerwehr. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Hirten. Hier ist ein Podium. Brauchen wir auch noch mehr. Aber das kommt jetzt. Sobald wir Ziegenmilch anbieten, steigt die Zahl. So, Moment mal. Ziegenfarm. So, die kann durch fruchtbaren Boden verbessert werden, muss aber nicht. Ja, wir können die also jetzt hier hinstellen, die Ziegenfarm. Und die funktioniert. Ist natürlich nicht so super toll. Wir werden jetzt zunächst einmal ein Lager ausbauen. Nee, wir werden erstmal... Ja, das war, wie kann ich, genau, ich muss hier erstmal die Wasserpumpe bauen, so. Die Wasserpumpe versorgt jetzt hier das Gebiet mit Wasser und durch die Kanäle können wir dieses Gebiet vergrößern. Ja, wenn ich jetzt hier reinziehe, dann sehen wir, wird das hier im Umkreis fruchtbar. Ja, können wir mal zugucken. Wunderschön. Große Klasse. So, der ein neues Zwischenziel erreicht. Stadtteil Taborime, okay. Ja, jetzt kriegen wir diese ganzen Sachen. Feuerwehr, Podium und Kleidung. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Felder sind das immer? 1, 2, 3, 4 pro Seite. Das heißt, wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4 so hier hingehe, dann wäre es die optimale Abdeckung. Dann werde ich das auch mal so tun. Und hier auch weiterziehen. Und das gleiche machen wir hier nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, also hier hin. So, jetzt haben wir hier schon mal einen Bereich von fruchtbarem Gebiet. Und da bauen wir jetzt die Ziegenfarm. Jetzt kommt erstmal eine Straße. Und ein Lagerhaus. Ja, das Lagerhaus jetzt auf das fruchtbare Gebiet zu stellen, ist irgendwie auch Blödsinn. Deswegen stelle ich das tatsächlich mal hier so hin. Wir ziehen hier die Straße hin.
Und jetzt kommt das Ziegenhaus. Das Ziegenhaus, so. Ich muss eben schauen. Ach, vier Felder brauchen wir. Geschmack von warmer Ziegenmilch. Ein anspruchsvolles Tier. Doch seine Eins, sind zwei... Das ist wieder ein total beschissenes Verhältnis. Zwei... Drei... Vier... Gefällt mir nicht. Ihr ahnt es schon. Es gefällt mir nicht so. Mist, das passt ja wirklich alles gar nicht. Okay, ich kann es nicht ändern, Leute. Es ist auf jeden Fall ineffizient. So, wie sieht's aus mit der Ziegenmilch? 10, 12, der Prozent der Versorgung steigt. Prozent. Der Timer geht schon runter. Oh, was ist mit unseren Finanzen los? Stimmt irgendwo was nicht? Kurze Kontrolle. Null und nichtig. Die Pelzmantelversorgung ist wieder gefährdet. In dem Fall sind es wieder die Felle, die fehlen. Was habe ich? Die Felle kommen von hier. Und ich glaube, wir müssen einfach noch ein paar mehr Jagdhütten bauen. Das reicht einfach nicht. Dummerweise braucht das alles so viel Platz. Das ist immer sehr ärgerlich. So, So, jetzt haben wir etwas mehr Felle. Und wir gehen zurück nach Taborime. Wasser ist eine Urgewalt, so wie die Menschen. Doch mit Willenskraft und Entschlossenheit kann es zum Nutzen aller gezügelt werden. Wasser ist in Enbesa sehr knapp. Binyam und ich haben deswegen ein Bewässerungssystem ausgearbeitet.
So, auf bewässertem Boden errichten, alle Flachs-Nutzflächen. Ich bin nicht sicher, ob dieser Kampf sich noch lohnt. Ich verstehe. So, Flachs-Nutzfarm. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich die Prachtgewänder. Genau, die brauchen halt eben, wir brauchen zwei Flachsfarmen und zwei Stickereien für eine Leinweberei. Dann brauchen wir zuerst die Flachsfarm und wir schauen mal, wie viel Platz die, wie viele Felder die brauchen. 96. Es rührt mich, unser System im Einsatz zu sehen. Unsere Kultur lebt von Wachstum und Entwicklung. Wasser ist der Schlüssel, um Entbesa zu vereinen. Hirten weben ihre eigenen Stoffe. Doch dafür brauchen sie Flachs. Und der wiederum benötigt Wasser. Okay, so. Zwei Flachsfarmen haben wir. Oh, eine Leinenweberei. Wenigstens ein paar Ecken und Kanten hast du. Und zwei hiervon. Ich hege die Hoffnung, dass alle jungen Leute eines Tages nach Taborin kommen, um diese Handwerkskünste zu erlernen. So, was haben wir hier? Eine Einwohneraufgabe. Die stehen aber ganz gut versteckt hier. Achso, das sind hier die... Also die sammeln die da was? Sieht so aus. Ich werde die alte Lani vermissen, wenn sie die Herde verlässt. Fotografie von seiner Freundin Lani, der Ziege. Okay. Oh, wunderbar. Ich habe kein Fotografierding bekommen. Bei so viel Schönheit um sich herum ist es schwer, fokussiert zu bleiben, nicht wahr? Ja, vor allem ohne Fototool. Ah, jetzt, okay. So, wo ist die Ziege? Ich hoffe, die ist jetzt irgendwie mit drauf. Meinen aufrichtigen Dank. Ja, guck. Zweihorn-Chamäleon. Oh, das wird im Zoo ausgerüstet. Aber die haben wir jetzt aber hier bekommen. Das müssen wir erst rüberfahren dann wahrscheinlich, ne? Ja. Attraktivität plus 20. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wo ist denn unser Schiff hier eigentlich? Das hatte ich wieder weggeschickt, ne? Guck mal, die hat sich ja auch schon... Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Die hat sich ja alle Inseln geschnappt. Für mich ist wieder nichts da. Okay, bevor das noch schlimmer wird, Scheibengleis sei. Ja, den Wettkampf um die Inseln, den habe ich eh verloren, weil die breitet sich halt aus wie Unkraut. Wir haben halt nicht so den riesen Bedarf gehabt, muss man sagen. Ne? So, eine Fregatte würde eigentlich reichen. Neue Befehle, Admiral. So. Wir laden mal ein paar Sachen auf und fahren rüber in die alte. Nach Afrika. Nach Mbessa und werden dort ein paar Kontore errichten. Beryl O'Mara ist schon. Ja, ich weiß nicht, für erfahrene Spieler wahrscheinlich ein Popelkram, aber wenn ich das so mit meiner Geschwindigkeit hier vergleiche, dann. Dann ist die schon ein paar Schritte voraus. So, wir brauchen Holz und Stahl.
J. Dann fahr mal nach Enbesa. Und wir fahren erstmal nach Taborime. Wir können dann ja von da mal schauen. Und wir gucken weiter. Wir müssen ja schauen. Die Versorgung ist noch nicht da. Warum nicht? Fehlende Waren. Nichts ist, kann nichts werden. Wieso fehlt... Oh, da hinten fehlt ein Lagerhaus. Das Gladon hat die einfach noch ein bisschen zu wenig bekommen. Deswegen, jetzt steigt die Versorgung aber. Und der bringt auch gerade seine Waren weg. Dann tauchen die auch gleich hier auf und können verarbeitet werden. Gut. Und was haben wir als nächstes? Trockenfleisch. Und Hibiskustee. Sollte doch machbar sein. Schiff unter Beschuss. Und unser Geld sieht wieder schlecht aus, aber ich rechne es mal noch dem... Wir gucken lieber nach... es sind die Mäntel. Wie gesagt, also Fälle müssten jetzt eigentlich mehr werden. Wo ist denn unser Frachtschiff, was hier hin und her tingelt? Ja, da kommen gerade Fälle, nicht viele, ne? Und hier ist der Angreifer. Das, wozu fahre ich eigentlich mit einer Fregatte als Geleitschutz hinterher? Ganz ehrlich, was soll das? So, fahr weiter. Also, da kommt Fell. Mal schauen, wie viel Fell haben wir denn hier noch? Wo Pelz? Da, 16 sind jetzt wieder da. Ja, es dauert halt eine Weile. Können wir auch nicht beschleunigen. Vielleicht besiedle ich hier auch nochmal ein, zwei Inseln. So, die Versorgung steigt wieder, dann steigt auch gleich das Geld. Wir werden noch ein, zwei Inseln besiedeln, dann denke ich, wird's schon. Brandgefahr sollte vermieden werden. Und leider sind Wandteppiche leicht brennbar. Achten Sie darauf, dass Ihre Feuerwache Zugang zu den Wasserkanälen hat. Dies sind tapfere Leute, die sich den alles verschlingenden Flammen stellen. Nicht eure Marionette. Schiff unter Beschuss. So. Ein Podium soll gebaut werden.
wie sie tanzen und singen. Dieses Vermächtnis möchte ich meinem Volk hinterlassen. Ein Land der Lieder und der Freude. Dieses Land, aus dem Sie kommen, ich wüsste gerne mehr darüber. Soll eins unserer alten Kontore fotografieren. Dann machen wir das doch mal hier. Wie interessant. Damit kann ich mich besser auf diplomatische Gespräche mit ihren Herrschern vorbereiten. Binyam hat mir erzählt, Ihr Land wäre voller eigentümlicher Wunder. Würden Sie mir davon erzählen? Tja, nehmen wir mal den kulturellen Einfluss. Wie vermitteln Sie die Kultur Ihrem Volk? Kleines Museum oder Zoo. Umfangreiche Investitionen und Museen und Zoos sind wichtig für die Verbreitung von Kultur und Wissen. Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Siedlung als Architekt, Bauherr und Universalgelehrter? Nehmen wir das. Ein Geschenk. Ich hatte mehr Exzentrik erwartet. Vielleicht sind wir gar nicht so unterschiedlich. Ach, hier ist unser Schiff. Ich wusste doch, wir haben noch irgendwo ein Schiff stehen. Meine Güte. Anerkennung von unserem Land und seinem Kaiser. So. Sehen Sie sich nur an. Stolz zu Recht. So, das ist nämlich unser Flaggschiff. Aber wir haben leider keinen Platz an Bord. Also kaufen wir uns hier jetzt einfach mal noch ein... Was kaufen wir uns denn? Wir können uns hier nichts kaufen. Wir können nur das Kleine da kaufen. Muss über vier wichtige Tugenden verfügen, Wettatuni. Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit. Mit dem Willen des Herrn. Was habe ich jetzt gemacht? Kaufmann. Nix da. Kaufmann hat Unrecht getan. Admiral auf der Brücke. Wir sind da, gib uns die Belohnung. Wir werfen sie ins Wasser genau wie den Rest. Das ist richtig. Eine verzierte Lehmfläche. Ja, okay, also Leute, wir müssen hier mal ein bisschen was tun. Es ist ja ein Schiff auf dem Weg hierher. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Flaggschiff mal zurück in die Heimat. Nicht, dass das Flaggschiff noch irgendeine Rolle spielen würde, aber so, fahr mal nach Wolfshausen. Dann haben wir nämlich den ganzen Kram hier. Ne? Wir haben ja noch die Dozenten. Und wir haben hier noch was fürs Museum und ja, das müssen wir alles wegbringen. Und das hier, das sammeln wir gleich mit dem anderen Schiff ein, mit der Fregatte. Ich hoffe, dass ihr, nee, wisst ihr was, bevor das alles verloren geht. Sammeln wir das mal lieber erst hier mit dem Schoner ein. Einmal die Lehmfliesen fürs Museum und fürs Rathaus. Alle Wohnhäuser von NBSA. Okay, Trockenfleisch. 20% weniger Verbrauch. Das sollten wir dann auch vielleicht direkt nutzen. Bruder übernehmen. Dann müssen wir hier nur ein Rathaus bauen, ne? Ein Rathaus können wir noch gar nicht bauen. Das kommt erst noch. Aber macht ja nichts. So. Nach Angeboten für das Forschungsinstitut umsehen. Architekten an Ketemas Hafen. Was? Achso, oh. Hallo. Okay.
ein Bild bekommen, dankeschön. Ein durchaus liebenswerter Haufen. Aber ihre Arbeit ist nicht der Rede wert. Okay. Sonst noch weitere Vorschläge ansehen. Das sind jetzt... Talentiert, ganz ohne Zweifel. Aber ihre Erfahrung... Pläne für ein Forschungsinstitut. Ihren Projekten mangelt es an Format. Umfangreiches Wissen. Erwiesene Fähigkeiten. Ja, dieses Konsortium hat das perfekte Modell für das Forschungsinstitut entworfen. Okay, so jetzt geht's ums Trockenfleisch. Kein Problem. Der Mächtige schenkt uns nicht umsonst Träume. Doch wir dürfen dabei nicht die Bedürfnisse derer vergessen, die leben. Ja, das sage ich auch immer. Volk nimmt weite Wege für seine Pflichten auf sich. Unsere Mahlzeiten bestehen deshalb oft aus Wegzehrung, in Salz gepökelt. So, zwei Sankja-Farmen und eine Saline. Machen wir erst die Saline. Die Saline muss natürlich hier an der Küste stehen. Ist ja keine Frage. Vor nicht allzu langer Zeit arbeiteten Leibeigene der Kriegsfürsten. So, das kommt hier hin und das geht in die eigene, in die Heimat. Das holt das andere Schiff nachher ab. Wir helfen, wo wir können. So, Salz. Schiff unter Beschuss. Ein Trockenhaus. Angenehm bissfest, nicht wahr? Für Fremde braucht es meist etwas Gewöhnung. So, und jetzt zwei von diesen Sangya-Farmen. In Mbesa gibt es viele verschiedene Arten. Fünf Stück, oh mein Gott. Doch die Sangha sind die bekanntesten und bei allen beliebt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und davon brauchen wir zwei Stück. Und der Beschuss. Das Land könnte etwas weniger Löwen gebrauchen. Ich würde gerne eine Angelegenheit mit Ihnen besprechen, die das gesamte Reich betrifft. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Die Versorgung wird jetzt langsam steigen und er will noch irgendwas besprechen. Dazu sollen wir zur Insel fahren. Der Clou ist es, in die richtigen Leute zu investieren. Ah, schon wieder Taborime? Lass das sein, das ist meine. Hier wird gar nichts gekauft, klar. So, da bleibe ich jetzt knallhart. Gut, das Schiff ist auf dem Weg. Wo bleibt denn unser Überfahrtsschiff, unsere Fregatte mit dem Stahl, damit wir hier ein paar Inseln sichern können? Ich denke, das wird in dieser Folge nichts mehr. Also machen wir es in der nächsten. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.